Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur allerersten, endlich mal richtigen Folge von Lass mal reden. Warum? Weil ich das Ding ab jetzt alleine mache. Sekunde. Hallöchen zusammen. Wie mein großes Vorbild Michael Jordan, da ich der Michael Jordan von YouTube bin, mache ich auch wie er den Rücktritt vom Rücktritt und bin doch wieder da, um Chris nicht ganz alleine zu lassen. Finde ich großartig. Ich habe den Zuschauern eben schon gesagt, dass ich sehr traurig bin. Ich habe es mir fast gedacht. Und dass du fehlst. Schön, dass du wieder da bist. Ja, gern geschehen. Wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, haben wir große Veränderungen bei Lass mal reden, wie ihr das wahrscheinlich gerade schon merkt. Und zwar werden wir jetzt mindestens 2 Videos die Woche online stellen. Wow. Jeden Montag wird es ein Video geben und jeden Mittwoch, da hat sich nichts verändert, dann die Show. Außerdem versuchen wir sogar vielleicht noch ein Überraschungsvideo ab und zu mal so reinzustreuen. Es bleibt also definitiv spannend. Jeden Montag werden wir hier ein großartiges, lustiges, neues Spielchen spielen. Ja, ja. Und damit fangen wir nämlich heute an. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und da wir so unheimlich kreativ sind, haben wir uns im Instagram-Stream helfen lassen und haben uns schöne Kategorien für unser neues Spiel Stadt, Land, Fluss ausgesucht. Die Regeln sind ganz einfach. Und zwar ist es so, wenn einer von uns einen Begriff nennt, den der andere nicht genannt hat, bekommt er 10 Punkte. Wenn wir beide den gleichen Begriff genannt haben, bekommen wir 5. Und wenn einer einen richtigen Begriff hat und der andere hat gar nichts oder was Falsches zu stehen, bekommt er sogar 20 Punkte. Und weil wir so unglaublich kreative Zuschauer haben, haben die uns tolle Kategorien gegeben. Die erste Kategorie, die wir haben, ist Dinge, mit denen wir uns gegenseitig töten würden. Fällt dir irgendwas an mir auf? Ja, deine Haare sind anders. Trennungsgrund, Superhelden, Kinderserien und Penissynonyme. Wir werden 4 Runden spielen. Abwechselnd werden wir das Alphabet im Kopf durchgehen. Einer sagt Stopp, dann sind wir bei den Buchstaben. Achso. Ich sag dann, wenn es losgeht. Ja, ja. Danke. Und wir haben 30 Sekunden Zeit, die Begriffe zu nennen. Oh, ist er, guck mal hier, wie ehrgeizig er ist, der Kleine. Ja, stimmt. Nicht abgucken. Kennst du die? Ja, kenne ich aus der Schule. Ja, so, ich war so. Ja, ich auch. Okay, los geht's. Ich fange an mit dem Alphabet. Hm? A. Stopp. J. Ah, schwer. Okay. Hast du alle? Nee, vielleicht. Okay, ich bin gespannt, was wir alles bei mir durchgehen lassen. Nein, 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 nein. Du Betrüger. Okay, los geht's. Was hast du bei Dinge, mit denen wir uns gegenseitig umbringen würden? Habe ich einen Joghurtlöffel. So ins Auge den Löffel und dann rausreißen den Augapfel und du stirbst. Okay, ich habe die Jabel. Jabel gibt's nicht. Das ist ich berlinerisch. Nee. Das zieht sich... Komm, ich spring dich mit meiner Jabel um. Nee. Lass mal noch offen. Lass mal noch offen. Okay, also du kriegst mit einem Joghurtlöffel, lass ich zählen. Du kriegst. Ja, kannst wie Jason Statham, Alter. Bam! Rein und dann tot. Ja, Löffel wäre Joghurtlöffel. Ich weiß nicht, ob. Die sind diese langen. Ja, ja, alles klar. Okay, lass mal gelten, kriegst du 10 Punkte für. Ja. Trennungsgrund: Jogginghose. Okay, bei mir ist es der Geruch. Come on! Come on! Ey, das sind 0 Punkte. Nee, ich finde dafür, dass ich das konsequent durchgezogen habe. Okay, lässt es zählen. Okay, pass auf. 5 ist fair. 5 ist fair. Ja. Okay, du kriegst 10, alles klar. Superhelden. Jim Jupiter. Kenn ich nicht. Hä? Jim Jupiter? Ja, natürlich, gib mal ein bei Jubel. Yo, Jim Jupiter lasse ich nicht gelten, weil das der Fitnesstrainer bei El Bundy ist und aus meiner Sicht ist er nicht Superheld. Wir haben gerade gegoogelt. 0 Punkte. Aber ist gar nicht schlimm, weil ich habe leider keinen Superhelden gefunden. Jupiter Jones. Ja. Kinderserien. Jim Knopf. Zeig mal, was steht denn da? Du Wichser, ey. Da steht nämlich nichts. 0. Bei mir stehen die Jacksons. Kinderserien. Die Jetsons. Ach, die Jetsons. Ich habe die Jacksons. Ja, habe ich auch gesagt. Oh, baby, give me one more chance. Ey, aber Jetsons. Ja. 20? 20, du hast 0. 20, also haben wir es auch okay. Penis-Synonyme. Johnny. Johnny, okay. Bei mir ist es die Joke. 5. Und du kannst ihr 10 geben. Ja. Zweite Runde, los geht's. A. Okay. L.
Oh Gott! Oh Mann! Oh, ist das schnell. Wir haben natürlich nicht bedacht, dass man schreiben muss, ne? Scheiße. Okay, Dinge habe ich... Du bist ein Bastard. Ich habe es gesehen, was da steht. Wo denn? Dinge, mit denen wir uns gegenseitig töten, wäre bei dir der... der Löffel. Natürlich. Bäm, rein ins Auge, raus. Natürlich. Komischerweise steht bei mir Löffel. Oh, siehst du? Fünf. Trennungsgrund. Trennungsgrund, Lügen. Sehr gut, bei mir Liebe weg. Das ist doch scheiße. Liebe weg. Liebe weg. Aber das ist doch nicht so... Doch, die Trennungsgrund, die Liebe ist weg. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, 10 Punkte. Schatz, ich glaube, es ist nichts mehr zwischen uns. Wieso? Liebe weg. Doch, genau so ist es. Superhelden. Lex Luthor. Zeig. Superheld, Lex Luthor ist kein Superheld. Nein. Green Lantern. Nein. Genau, Green Lantern, Lean Lantern. Superheld fällt mir nicht ein. Es ist echt enttäuschend, dass bei Superman mir nichts einfällt. Okay, ja. Kinderserien habe ich die Looney Tunes. Habe ich auch. Nice, 5.5. Zeig mal. Hast du mir abgeschrieben? Nee. Penis-Synonyme? Larry. Mein Larry raus, weißt du? Okay. Lutscher. Ja, okay. Zählt, ne? Also 10. Okay, dann zählen wir zusammen. Und der Sieger ist... Ich hab endlich mal ein Spiel gewonnen! Loser! Loser! Okay. Okay. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nö, diesen Mittwoch schon. Bis Mittwoch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.